zusammengespielt, haben wir das erste Mal im Jahr 2013 in einem Orchesterprojekt in Chile. Seitdem haben wir immer wieder in verschiedenen Besetzungen mit Klarinette und Kontrabass gemeinsam gespielt. Gemerkt, dass die Besetzung eigentlich sehr gut funktioniert. Das ist seltsam, dass es das eigentlich so nicht gibt, weil sich der Klang wirklich sehr gut mischt. Gerade die Kombination von Bass, Klarinette und Klavier. Es macht auch sehr viel Spaß, in der Besetzung zu spielen, weil alles so schön aufgeht und das funktioniert super. Also Literatur für diese Besetzung gibt es eigentlich kaum, besonders in Trio mit Klavier. Da wurde eigentlich alles, was wir jetzt aufgenommen haben, entweder für uns geschrieben oder von mir arrangiert. Im Satz hat Beethoven in seinem sogenannten Gassenhauer-Trio eine Melodie genommen, die damals jeder kannte, die in den Gassen gesungen wurde, also eben einen sogenannten Gassenhauer, und darüber dann verschiedene Variationen geschrieben. Gassenhauer ist dann generell das Konzept unserer ganzen CD, unseres ganzen Projektes geworden. Sehr gut für dieses Konzept, das wir machen wollen, weil es Gassenhauer einfach überall gibt. Das gibt es in jeder Zeit, das gibt es in jeder Kultur. Wir haben uns Komponisten gesucht aus anderen Ländern, die bereit waren, Gassenhauer aus der Wiener Klassik zu kombinieren mit Gassenhauern, also mit populären Volksmelodien aus ihrer Heimat. Wir sind sehr froh, auch in einer Musikergeneration zu leben, wo man das machen darf, wo man Grenzen sprengen darf und wo man nicht immer konventionell sein muss. Und genau das war es, was wir auf dieser CD auch hörbar machen wollten, dass Musik alle begeistern kann. Und Musik ist unterschiedlich, aber doch überall gleich, wenn sie dazu da ist, Menschen zu begeistern und ihnen Freude zu bereiten.